Hallo und herzlich willkommen hier in LS22 mit Singleplayer auf der Endball. Ja, wir stehen hier mit unserer Ballenpresse am Shop. Wir hatten verschiedene Zuschauer geschrieben, dass wenn ich hier hinten diese Anhängekupplung nur einseitig mache, dann könnte ich mittlich noch einen Anhänger anhängen. Was natürlich wesentlich einfacher macht, unsere Ballenanhänger mitzunehmen zum Feld. Ne? Gucken wir mal, ob wir das Teil umbauen können. Konfigurieren. Weil wir haben ja jetzt Anhängevorrichtung beide. Nein, und machen wir links oder rechts? Wir machen rechts, oder? Dass wir nur einseitig machen, dann soll eigentlich in der Mitte eine Anhängekupplung noch sein. Mal gucken, ob das so ist. Das werden wir gleich sehen. Müssen wir irgendwas anderes beachten? Ne, ist eigentlich alles Standard. Das können wir alles so lassen, würde ich sagen. Ne? Der Umbau kostet uns 250 Euro, das können wir uns gerade noch so leisten. So, steigen wir mal hier ein. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Das sehen kann ich nicht. Mal schauen, ob wir Anhänger anhängen können. Wobei mir auch welche geschrieben haben, dass sie die 40 km/h Variante verwenden. Ich habe ja hier die 25 km/h Presse. Es gibt ja zwei Stück von den Schnellballenpressen. Die fährt 40. Das ist mir persönlich zu schnell. Und daher haben wir die hier mit 25. So, mal gucken, ob wir unseren Ballenanhänger dran kriegen, ob wir Attacher kriegen. Mittig stehen wir eigentlich. Oder muss ich sie trotzdem aufklappen? Ich bin nicht weit genug. Ne, hier passiert nichts, wenn ich es aufklappe. Mei. Also, bin ich so dämlich oder es geht bei mir nicht? Also ich krieg den nur an der Anhängkupplung links dran, oder? Oder jetzt rechts ist ja. Ne? Die Presse habe ich aber auch ausgewählt. Genau, da kommt ein Attacher. Jo, das ist natürlich jetzt wieder kontraproduktiv, Holger. Ah, wir müssen mal die Hand anlegen. Gucken wir uns gleich noch mal hier draußen an. Also das ist ja die Variante fürs Feld, ne? Aber ich sehe hier keine Anhängenkupplung. Oder soll es das Teil sein da unten? Dass es nicht ganz mittig ist. Nee. Negativ. Bei mir funktioniert das nicht. Keine Ahnung. Egal, fahren wir so gefällt 66. Da kommen wir auch an. Wir müssen bloß mal gucken, wo wir langfahren müssen. Erstmal bremsen. Hof raus. Und dann müssen wir eigentlich... Genau, da rum. Müssen wir unterwegs nochmal aufs Navi gucken, ja. Wir müssen ja Heuballen machen. Die werden ja schon gewendet. Oder der Schwack wird ja schon zu Heu gewendet. Also, wir müssen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, glaube ich, 44 oder 45 Ballen abgeben. Ne? 42 kriegen wir auf den Anhänger. Ne? Also würde ich sagen, wird der Rest eingewickelt und das ist auch sofort Silage dann. Ne? Wir werden nur so viel Heu machen, wie wir brauchen. Klar bräuchten wir auch natürlich Heu. Könnten wir genauso in den Stall schmeißen. Aber aus der Silage könnten wir noch ein bisschen Geld machen.
mal kurz nachgucken. Wir müssen dann da hochfahren. Genau. Dann hätten wir es jetzt links dran gebaut, die andere Kupplung, könnten wir mit Auto 3 fahren, weil der Hänger würde bloß noch mitfahren. Aber wenn. Und hier aus funktioniert das auch nicht, ne? So, hier noch nicht. Wir müssen hinter den Berg rein, ja, oder? Ne, noch weiter. Hinter den Gebäude. Ach du Schande, geht's dort Berg hoch. Ach, wir hätten unten lang gemusst. Na toll, und du? Ups. Wir kürzen mal hier ab. Wow, wow, wow. Lohndienstleistung auf Feld 13 abgeschlossen, da ist ein Flug fertig. So, Feld 66 brauchen wir jetzt den Kurs, da fängt ihr an, ne? Den raus, Feld 66, Gras, erster Wegpunkt und da kann er los, oder? Okay. So 1,80 ist ja offensichtlich eingestellt, ja, oder? Ja, schon, oder? Doch. Wir machen 9000 Liter Ballen. Ach so, okay, wir machen plus 9000 bei Heu. Okay, dann brauchen wir mehr wie 45 Ballen. Ui, müssen wir mal anhalten, das passt so nicht. Ui, Holger, das war jetzt großer Quatsch, was ich wieder gemacht habe. So, der ist verladen. So, nächster Wegpunkt. Geht's hier weiter. Wir müssen gleich noch mal rechnen. Ja, mal gucken, wir brauchen meines Erachtens 400. Wie viel waren es denn? 492.000 Liter. So durch 9.000 Liter. Also 492 durch 9. Sind 54 Ballen oder 54 oder 55 Ballen. Also werden wir mindestens 54 machen müssen, damit das Ganze hier funktioniert. Wir werden erstmal 42 Stück machen, die stellen wir einfach an die Seite. Und dann machen wir noch die anderen. Das ist halt die Frage, wann wir hier unseren Heuwender anhalten. So, er kann eine neue Aufgabe kriegen. Und zwar Feld 61. Oder machen wir das große Feld schon?
Wir machen erstmal noch die 61. So, der Kurs raus. Und zur 61 hin. Müssen wir auch noch nicht reparieren. Das machen wir dann. Sprit ist auch genug drin, das sollte passen. Tja, wie viel Reihen wird er hier noch brauchen? Warum macht er hier so ein bisschen nicht? Nicht grün genug das Gras oder was? Ja, heute Abend auf Twitch starten wir ja auch auf einer neuen Karte. Im Multiplayer. Ne? Mal gucken, wie uns dort der Start gelingt. Also wer Interesse hat, gerne ruhig mit dabei sein. Auf Twitch so gegen um 8, denke ich mal. Oder vielleicht eher, weil wir jede Menge zu tun haben dort. Ne, eher glaube ich nicht. Wollen wir ihn erstmal anhalten, wenn ich da drüben die Ballen sehe? Der hat ja fast einen Anhänger voll von dem Vorgewende, ne? Wir nehmen ihn noch erstmal raus hier. Weil wir können ja immer weitermachen. So, hier geht es auch weiter voran. Er wird doch ordentlich abgebunkert. Ich glaube, der kommt immer rechtzeitig genug zurück, oder? Mir ist gar nicht aufgefallen. Wie viel müssen hier noch weggefahren werden? 395.000. Also muss er da noch 9 Mal muss er schon fahren. Oder 8 Mal. Einmal hat er jetzt gerade drin. Oh, er braucht Dünger. Das wird teuer. Wie viel hat er geschafft mit der Ladung voll? Halt, dorthin will ich doch. Naja, nicht das ganze Feld, ne? Aber das war klar. Das war vollkommen klar. Ne? Muss dann noch Feld 55 muss dann noch gedüngt werden, dann haben wir das auch fertig, endlich. Hatte ich wie irgendwie gar nicht mehr schon. Das ist, dass wir das noch machen mussten. Ein Vorgewende, 12, 10 Ballen. Ja? Dann sind ja wirklich die 4 Vorgewände fast Hänger voll. So, wo ist denn unser Flug? Nicht, dass der ewig rumsteht, also er kommt noch. Der hat noch ein Stück gefahren.
Hier kommt noch. Nur durch den Bergbahn hier, ne? Oder? Wie das aussieht. Oh, passen wir durch? Ja. Das ist immer so eine Sache, ne? Das ist einfach Luft. Na. So, den lassen wir am besten hier vorne enden. Hier wird eine Ausfahrt sein. Kann der hier aufhören. Den stellen wir jetzt hier hin zum Generieren. Und dann machen wir einmal hier einen Kurs. So, erster Wegpunkt. Das Ganze können wir speichern unter 61, 9 Meter. Aber Feldarbeit, ne? Aber alles schon gepflügt, ja. Er war ausladen. Oh, ist teuer, teuer, teuer. 20.000, oder? 21.040. Die Ladung voll wird nicht mal reichen für das andere Feld noch mit. Glaube ich fast nicht. Drittes Vorgewende hier, ne? Ja, wir müssen schon noch ein paar Bahnen machen, glaube ich. Also mindestens die angefangen und noch zwei, oder? Wir lassen ihn erstmal aufholen. Und wir brauchen auch komplett die Leistung. Ne? Wir ziehen ja den Anhänger nach hinten mit. Ne? Ganz schön was zu tun hier, so Glas.
Ja, wo wir fast nur nachdenken könnten, ob wir die Zeit in der 5 stellen. Ne? Das können wir eigentlich machen. Denn unser Feld kriegen wir auf alle Fälle gedüngt. Und das wird die Mission, die kriegen wir auch fertig. Auch wenn die Zeit auf 5 ist. Eine Lage fehlt noch, ne? Hinten die kurzen Bahn, da wird nicht viel rumkommen. Aber wir können ihn hier gleich noch mal Teile wenden lassen. Das braucht auf jeden Fall noch. Wenigstens die und die andere noch. Na, blockieren Sie sich denn jetzt hier noch? Warten hier. Es gibt so noch Blockade. So, dritte Schicht müsste angefangen werden, oder? Oder geht hinten noch einer drauf? Und? Dritte Schicht, genau. Ja, Feld 10, Feld 10. Feld 61 haben wir schon 10% geflügt.
Ja, wir müssen hier noch mehr machen. Wir nehmen ihn trotzdem mal raus hier. Das. Mal gucken, wie das dann wird hier. Aber der braucht auch lange, er fortkommt vom Feld hier. Über dreimal im Kreis rumgeeiert, ne? Aber wie gesagt, er braucht definitiv noch einen Ladendünger, so wie er den raushaut hier, aber gut, muss so viel drauf. Ne? Dann ist dann immer so. Na, wir brauchen noch 8 Ballen aus den Geraden, oh, da bleibt nicht viel übrig. Da bleibt nicht viel über. Und dann nochmal 13. Das sind Sachen 21 Ballen noch. Ja, Folge kriegt man nicht mal mehr den Hänger voll hier. Aber das werden wir dann morgen schauen können, wie wir das hier machen. Weil wie gesagt, wir pressen nur so viel Heuballen, wie wir müssen, Rest regeln wir ein. Also wenn ich das hier richtig sehe, ich glaube, da behalten wir nicht viel übrig. Ne? Gut, werden wir aber morgen sehen. Denn für heute machen wir ja Feierabend, ihn setzen wir dann morgen auch um oder den setze ich jetzt noch um. Mal gucken. Ne, da sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen dann Sonntag 16 Uhr hier weiter. Bis dahin und tschüss.